Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Portal 2. So, Ladas hat eine neue Überraschung für uns. Mit Konfetti und tragischen Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob uns das gefallen soll. Okay, da. Oben ist ein Schalter. Deswegen würde ich sagen, machen wir doch schon mal da die Lichtbrücke hin. Warte mal. Da ist auch irgendwas faul. Da ist ein Kubus und... Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Was? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den Sie nicht verstehen können. Ja, grüß Gott. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Oh, oh. Akzent klappt nicht, lauf! Okay! Lauf! Okay, alles gut. Lauf, ich schließe die Tür. Sehr schön. Nur noch mal zur Erinnerung. Ihr beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiterrennen. Okay, alles klar. Eben kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, ja. Aktivieren ihr Nervengift und dann fliegen wir ihr gegenüber. Klingt sehr gut. Noch? Lauf! Alles klar, wir laufen. Los, komm. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält ihr uns eigentlich? Da ist der Ausgang! Wie niedlich, ein Reh. Du musst näher rangehen, damit du es sehen kannst. Oh. Okay. Das war dann wohl der falsche Weg. Ich habe eigentlich ganz ehrlich gedacht, dass Wheatley das irgendwie gerade aufgemacht hätte. Da habe ich voll richtig aufgepasst. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm? Oh! Diesmal habe ich natürlich aufgepasst. Ich habe die Lichtbrücke gesehen, dass hier auch noch da weiterging. So, wir sind auf der Flucht. Sehr schön. Raus aus diesen Testkammern. Aber erstmal weiter rennen. Ja, ich weiß, run with one und so. Was passiert da drin? Kannst du da raus? So. Kannst du da raus? Versuch, hierher zurückzukommen. Ich höre Schüsse. Kommt ein bisschen spät, aber pass auf die Schüsse auf. Auch wenn es spät ist. Ich habe zumindest versucht. Ja, aber wir haben die Portal Gun. Hier geht's gut. Super, los. Ja. Ich renne. Ich weiß. Geschütztürme! Was? Oh. Ach du Scheiße! Die finden sich gerade richtig an die Nüsschen! Eins sage ich euch, wenn ich hier rauskomme, ich gehe klar aus an die Nüsschen und eindeutig auf Sweet! Mir reicht es! Was? Ach du Heilig! Ich hab das doch! Alter, leck mich doch fett an den Nüsschen. Willst du mich verarschen, GLaDOS? Boah. Alter, geht mir gerade die Pumpe. Boah, leck mich fett. Alter. Teil 5. Die Flucht. Das hält uns nicht auf. Oh, klasse. Du hast es geschafft. Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Ja, wenigstens ist es mal etwas. Was ist los? Nicht bewegen. Okay. Ja. Okay, gut. Ich habe da eine Idee. Aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Okay. Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Das ist eine gute Frage. Ganz schön dunkel hier, was? Ja. Angeblich ist hier vor langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht.
und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Okay. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Okay, alle hopp. Wow. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Okay. Oh, schön gemacht. Elegant. Ich glaube, das ist ihre Turret-Produktion. Schnell, hier lang. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Also da oben. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Sollte. Danke, Wheatley. Okay. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Okay. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Hier werden sie zusammengebaut. Wow. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Okay. Ich glaube, sie bereitet etwas vor. Gefällt mir nicht. Und ich muss echt mal gerade mal schauen. War Musik laut? Ich mach hier. Das war nämlich echt ein bisschen laut, finde ich. Okay, so viele Turrets auf einmal. Ich weiß echt nicht, was sie gerade vorhat. Ich glaube aber, sie will dafür sorgen, dass wir ein für alle Mal vernichtet werden. Okay. Authorized personnel only. Ich glaube, wir sind autorisiert genug. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Ich glaube, wir können... Ja. Aber aufs Laufband. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Okay, lieben gern. Jumping Puzzle. Und dann geht es... Oh nein. 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 Das ist ein Problem, das ist... Thank you. Yay. Wir haben ihn gerettet. Don't make lemonade. Es tut mir leid. Ich brauche Munition. Kann mir jemand helfen? Also was soll ich überhaupt machen? Geht nicht. Ziel anvisiert. Okay. Ziel anvisiert. Ziel anvisiert. Die Türme sind ja cool, die kaputten. Ziel anvisiert. Die kaputten haben mich ein paar coole Sprüche. Nicht böse. Man kann nicht alles haben. Ziel anvisiert. Okay, ich mach.
Da geht's auf jeden Fall schon weiter, habe ich gesehen. Aua. Gut. Okay, weiter geht's. Vorlage. Antwort. Okay. Vorlage. Antwort. Vorlage. Oh, Antwort. Klasse, du hast es geschafft. Mir nach, das wird dir gefallen. Okay. Sind fast da. Vorlage. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Sehr schön. Vorlage. Siehst du den Scanner da? Antwort. Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp Vorlage. Als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Sehr schön. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ja, dann mach das ganz mal. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Was? Ich bin jetzt schon wieder. Antwort. Fertig, gehackt. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Wundervoll gehackt. Tschüss, Kumpel. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorrang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Irgendwelche Ideen, Einfälle? Nein? Antwort. Ich auch nicht. Was kann... Vorlage. Antwort. Hallo. Okay, der Scanner geht auf jeden Fall noch. Vorlage. Antwort. Denkst du noch nach, oder? Ja, ich hab was. Hey, Bartmann, wo gehst du hin? Ich hab eine Idee. Hast du eine Idee? Ja. Vorlage. Na schön, dann tu, Antwort. Was du denkst, komm aber gleich wieder. Und zwar kriegen wir jetzt mal hier so einen kaputten Turm, Vorlage. Den können wir da abfangen. Antwort. Und setzen den als neuen Prototyp Vorlage. Ein. Sag mal, was Antwort. Geht da drüben vor? Ich bin ja immer noch hier und zerbreche mir den Kopf. Vorlage. Antwort. Ich will auch mal. Das ist doch lächerlich. Hi. Danke, du hast mir den Hintergerettet. Vorlage. Jetzt wird das ein Ausbruch? Antwort. Ich kann nicht sehen. Ja, das wird ein Ausbruch. Vorlage. Du, Kumpel, wirst 1 Million Antwort. Von deinen kleinen Freunden retten. Denn wir machen das jetzt Vorlage. Ganz einfach. Antwort. Wir haben da ja noch ein wundervolles Portal drin. Dich setzen wir ins Protokoll rein. Was, also hast du da? Was machst du? Oh, perfekt! Vorlage. Das ist perfekt! Antwort. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Antwort. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. So? Vorlage. Antwort. Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen Vorlage. Leichter aus. Antwort. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Okay. Das hier ist ganz schön kompliziert. Really? Ah, seit wann ist die Tür denn schon auf? Die ganze Zeit. Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Die war offen, aber... okay. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Daycare Center. Okay. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Oh. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Das ist... sieht cool aus. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Warte mal. Bei Shell. Das ist von uns. Okay. Wir waren... also unser Vater... Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Unser Vater hat hier gearbeitet. No, Toxin Source. Ich frage mich vor allem. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Aha. Okay, hier lang.
Okay, unser Vater hat also in Aperture Science gearbeitet. Interessant. Das ist echt interessant. Aber hat der uns dann gerettet mit dem Hyperschlaf? Oder ich weiß es nicht. Wow. Ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Okay, ab zum Kontrollraum. Das ist unser Werk. Ich soll nicht lachen, denn ich spüre die Schmerzen. Gefällt mir. Mir gefällt es. Sie haben schon auf Nogo auf mich geschossen. Jetzt dürfen Sie mir leiden. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hacken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Oh, das ist mal ein großer Laser. Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Vielleicht fällt uns dann ein, wie wir die Tür aufkriegen. Was? Nein, der Plan ist nicht gerade weltbewegend, aber was Besseres haben wir momentan nicht. Es sei denn, wir verhindern damit einen plötzlichen Geistesblitz und Redeschwall deinerseits. Aber das glaube ich nicht. Oder wir drücken hier diesen Knopf. Wir sind... Nein, nicht! Wer weiß, was die Tasse... Oh, Tür ist auch gut gemacht. Ja, und die Platten fallen runter. Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Ah, der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Okay. Das Schwierigste beim Hacken ist immer... Ich glaube, ich hab's schon, was wir hier machen müssen. Also fangen wir an. In case of implosion, look directly at implosion. Gefällt mir. Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Hack das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Ja, mach du mal, ich hab hier schon eine Idee. Blub. Blub. Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. Und dann ist auch da, durch die Schläuche durchtrennen. Es wird immer weniger. Mach weiter. Ja, mach ich auch. Und flup. Es hat geklappt. Nervengift bei 0%. Ja. Warte. Warnung, der Nervengift bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Gefährlich untödlich? Ach du Heile. Wir können direkt zu ihr durch. Können wir? Ich kann nicht mehr, komm schon. Wow! Okay. Türwitz sind aus und Nervengift ist aus. Perfekt. GLaDOS, wir kommen. Jetzt wird hier ein für alle mal der Saft abgedreht. Wir sind gerade in der Röhre drin. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Ja, das macht. Das würde ich echt persönlich auch mal gerne machen. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Oh ja, das wird Sie wirklich umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Das ist die falsche Richtung. Baby? Geh zu ihr, ich komme nach. Was? Okay, also im Klartext sollen wir jetzt alleine gegen GLaDOS? Okay. Ich würde ja sagen, ist ja nicht das erste Mal. Aber GLaDOS wird in der nächsten Folge dran glauben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir GLaDOS ein für alle Mal den Strom abziehen. Bis dahin. Ciao.